Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr seht, befinden wir uns immer noch im wunderschönen und rätselhaften Ateum. Ich kann es irgendwie nie aussprechen, ich weiß auch nicht warum. Und wir haben den Auftrag bekommen in der letzten Folge, dass wir mit Darien sprechen sollen, unserem Freund und dem goldenen... Achso, ich dachte, man könnte ihn noch lesen. Und dem goldenen Ritter. Der befindet sich irgendwo hier vorne. Da können wir jetzt erstmal hier noch dran vorbei. Das heißt, wir schnappen uns nochmal eben schnell die Sachen, die hier drin sind. Weil wir alle so arm sind und nichts haben, mit dem wir kochen können. Und... Ach nee, das ist nicht hier, das ist draußen. Er sollte... Ich habe diesen Ort noch nie gesehen. Ehrlich gesagt, wusste ich nicht einmal, dass es ihn gibt. Basti, wir laufen schon den ganzen Tag lang hier rum. Aber ist okay. Kein Thema. Du hast ihn noch nie gesehen und du wusstest nicht, dass es ihn gibt. Alles gut. So. Darien. Eure Wunden. Sie sind weg. Ich heile immer schnell, Val. Ich darf euch Val nennen, oder? Gebt mir einen Augenblick. Ich will mit unserer Freundin plaudern. Natürlich. Dann geht in die Traumhöhle. Der Ritenmeister ist bereit anzufangen. Und warum müssen wir dafür halbnackt hier rumstehen? Aber gut, ich sag nichts dagegen. Darien. Ich wollte euch noch einmal dafür danken, dass ihr mich aus Mephalas Reich geholt habt. Es war ganz und gar nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Oh, und ich wollte euch wissen lassen, dass ich den Dämmerbrecher instand setzen konnte. Die Kraft des Schwerts wird es uns erlauben, die Barriere zu durchbrechen. Sehr schön. Es sieht aus, als hättet ihr euch ganz erholt. Aber nicht wegen der Psychic-Heiler. Ich dachte, sie würden mich aufschlitzen, um nachzuschauen, was mich zu... Nun, mir macht. Aber ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ich wollte mit euch sprechen. Vertraulich. Worüber wolltet ihr sprechen? Das könnte wie eine seltsame Frage klingen. Oder eher, je nachdem, wie ihr sie beantwortet, könnte es sich als seltsame Frage herausstellen. Erinnert ihr euch an mich? Ich meine nicht von hier, aus Sommersend. Ich meine von einem anderen Ort. Natürlich erinnere ich mich an euch. Er war immer derjenige, der mich angemacht hat, soweit ich mich erinnern kann. Ich dachte, wir hätten euch in Kalthafen verloren. Ja, es war schrecklich. Eben kämpfte ich noch gegen Molag Baal und kurz darauf steckte ich im Farbenspiel fest, ohne dafür eine Erklärung zu bekommen. Ich habe alles versucht, um da rauszukommen, aber nichts hat geklappt. Bis Meridia mir diese Mission auftrug. Ihr seid also nicht gestorben? Ich dachte, ich wäre gestorben. Nach dem großen Lichtblitz erinnere ich mich daran, umherzuschweben. Dann war da noch mehr Licht. Meridia war da. Sie sagte mir, dass ich in ihrem Reich wäre. Abgesehen von ihren Vorträgen war es ziemlich langweilig da. Wenn ich so darüber nachdenke, waren die Vorträge auch ziemlich langweilig. Ihr sagtet, dass Meridia euch eine Mission aufgetragen hat? Oh ja. Sie meinte, ich soll euch helfen, die dädrischen Fürsten aufzuhalten, damit sie den Kristallturm nicht erreichen. Das Problem dabei ist, dass sie mir nicht gesagt hat, wie wir das machen sollen. Und jetzt kann ich sie nicht mehr erreichen. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich mache mir Sorgen. Ziehen wir los, um das Herz zurückzuholen. Die Instandsetzung des Dämmerbrechers war übrigens erstaunlich einfach. Insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass ich noch nie zuvor ein dädrisches Artefakt instand gesetzt habe. Ist doch gut. Darf ich euch ein paar Fragen stellen, bevor wir in die Traumhöhle gehen? Fragen? Das ist doch keine Prüfung oder sowas. Bei Prüfungen kriege ich immer Ausschlag. Aber sicher. Was wollt ihr denn wissen? Ich habe euch eine ganze Weile nicht gesehen. Wie ist es euch ergangen? Der Aufenthalt im Farbenspiel hat anfangs noch Spaß gemacht. Diese goldenen Heiligen waren ein echt angenehmer Anblick. Aber von der Persönlichkeit her lassen sie so manchen Wunsch offen. Ich hatte schon schönere Gespräche mit schwebenden Felsen als mit diesen leuchtenden Eseln. Was? Warum hat Meridia euch in ihr Reich geschickt? Diese Frage stelle ich mir jeden Tag. Meridia meinte, ich hätte einen Zweck zu erfüllen, aber den wollte sie nicht näher erläutern. Sie sagte, ich würde es schon merken, wenn die Zeit dafür reif ist. Es gibt kaum etwas Beruhigenderes, als eine dädrische Fürstin, die vage über das eigene Schicksal philosophiert. Naja, man muss allerdings dazu sagen, bei dieser ganzen Schlacht, ich meine, er war es nicht nur alleine, aber er war derjenige, der dann nochmal etwas
dumm, sage ich mal, etwas kopflos, aber immerhin heldenhaft nochmal reingerannt ist in die Gegner. Und, nee, Moment, das war der andere. Ich weiß gerade gar nicht, wo er jetzt gewesen ist. Der andere ist nämlich bei dem Versuch dann ja später gestorben. Das war ja der Aleidenkönig. Der ist, wenn ich mich richtig erinnere, reingerannt. Also von dem Schutzschild weg. Wo Darin jetzt genau war, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so erinnern. Ich müsste da meine alten Folgen nochmal angucken. Aber vielleicht liegt es irgendwie daran, weil er halt ein gutes Herz hat. Was sollt ihr denn für Meridia tun? Euch helfen. Sie sprach ehrlich gesagt sehr viel über euch. Wir haben zusammen schon einmal einen dädrischen Fürsten aufgehalten, oder? Wie schwer kann es da wohl sein, drei aufzuhalten? Ihr seht bretonisch aus, aber was seid ihr wirklich? Ich wünschte, ich würde die Antwort darauf kennen. Ich erinnere mich sehr gut an meinen Vater. Er war Bretone, aber meine Mutter habe ich nie getroffen. Aber wo ich jetzt so darüber nachdenke, ist meine ganze Kindheit irgendwie verschwommen. Das hat mich alles nie gestört. Ich weiß nicht so recht, warum. Ich würde jetzt aber so spontan auch sagen, dass er Bretone wäre. Ich meine, Arkonia fällt ja schon mal raus, Khajiit auch. Nordisch, finde ich, sieht er auch nicht aus. Deswegen, ich würde auch sagen Bretone. Hat Meridia euch irgendwas erzählt? Meridia hat mir immer nur gesagt, ich wäre ihr Gefäß. Ich könnte mich nicht daran erinnern, mich freiwillig für diese Rolle gemeldet zu haben. Ich trage ihre Magie in mir. Schon mein ganzes Leben lang spüre ich sie. Aber warum? Ich habe so viele Fragen. Aber Meridia ist nicht seine Mutter, oder? Zum Beispiel? Wer bin ich? Was bin ich? Wozu mein erstaunlich gutes Aussehen und mein schurkischer Charme, wenn ich nur dazu dienen soll, Meridias Feinde niederzumachen? Ich meine, ich schätze, wenn ich eine Fürstin wäre, wäre mir ein schneidiger Champion auch lieber. Daher kann man ihr das wohl nicht vorwerfen. Nein, ich denke mir nicht, weil der die ganzen Leute wahrscheinlich zu sehr von ihrer Mission ablenken würde. Lauft ihr in Gegenwart von Fremden immer nur halbnackt bekleidet herum? Hey, ich wurde ein paar Mal gepiekt, wisst ihr noch? Man kann Verletzungen aus der Schlacht nicht in Vollplatte in Augenschein nehmen. Außerdem soll Seeluft ja gut für die Haut sein. Da könnt ihr jeden fragen. Für die Lungen, soweit ich weiß, für die Haut. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich werde versuchen, euch nicht zu sehr abzulenken, bis wir diese Welt gerettet haben. Danach? Ich habe noch keine Pläne, falls ihr auch noch keine habt. Ja, ich weiß ja nicht. Mein Freund ist ja auch hier in Teso, ne? Also ich kann ja nicht hier einfach mit halbnackt bekleideten Leuten rumlaufen. So, wir müssen jetzt erstmal hier die Treppe wieder runter. Ich bin gerade überlegen. Nein, doch. Das ist nur ein bisschen blöd angezeigt. Ich dachte schon, ich muss doch irgendwo anders hin. So, Leute, kann losgehen. Ab in die Traumhöhle. Nicht ohne mich an. Ja, Darin. Wenn du nicht halbnackt rumgelaufen wärst, hättest du nicht so lange gebraucht, dich wieder anzuziehen, ne? Moment, können wir mit dir nochmal sprechen? Mir hängen Barrieren und dädrische Einmischungen und nun Dädra im Allgemeinen zum Hals raus. Sprecht mit dem Ritenmeister und dann bringen wir diese ganze Sache endlich ins Rollen. Mache ich, aber ich will vorher nochmal eben mit Valsirin sprechen. Der Ritenmeister plant, diese Expedition selbst zu leiten. Ich bin froh, ihn dabei zu haben, aber ich mache mir immer große Sorgen, wenn er sich irgendeiner Gefahr aussetzt. Okay, waren jetzt nicht so viele Infos, dann geht's halt los. Wir sind so gut vorbereitet, wie es nur geht, ohne genau zu wissen, wohin dieser Weg führt. Ich habe sogar Schutzzauber aufgestellt, die dabei helfen werden, mich vor den dädrischen Fürsten zu schützen. Aber denkt daran, unser oberstes Ziel ist die Bergung des Herzens des durchschaubaren Gesetzes. Wie aktivieren wir das Portal? Der goldene Ritter muss den neu geschmiedeten Dämmerbrecher führen, um die Barriere zu durchbrechen. Dann treten wir durch das Portal und sehen, wohin es uns führt. Ich vermute, dass wir auf eure Kampfkünste zurückgreifen müssen, bevor wir hier alles überstanden haben. Seid ihr bereit, fortzufahren? Ich bin bereit. Sir Darien, kümmert euch bitte um diese Barriere. Mit Vergnügen. Der Weg ist frei. Los!
Achso, ich habe das ja ausgeschaltet. Muss ich mir noch mit jemandem reden? Ich erhole mich wieder, weil sie rennen. Das Manipulieren der Traumhöhle ist stets anstrengend. Wir gehen es langsam an. Die anderen machen den Weg für uns frei. Ich hatte damit gerechnet, dass der Weg in irgendeine entlegene Ecke des Vergessens führt. Aber das hier ist Nocturnals Reich. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was mich dazu getrieben hat, das Herz hier zu verstecken. Ihr habt das Herz des durchschaubaren Gesetzes in Nocturnals Reich versteckt? Das Herz ist hier. Ich bin mir sicher. Jetzt, wo ich so daran denke, kommt mir dieser Ort vertraut vor. Ich war hier schon einmal. Nun muss mir nur noch einfallen, wo ich den gestohlenen Kristall hingelegt habe. Wie finden wir das Herz? Nehmt Darien und erkundet den vor uns liegenden Weg. Sucht nach Spuren, die darauf hindeuten könnten, wo ich das Herz versteckt habe. Valsirin wird mir helfen und wir folgen euch. So ungern ich es auch zugebe, setzt die Zahl meiner Jahre mir zu. Darien und ich werden den vor uns liegenden Weg erkunden. Darien, seid auf alles vorbereitet. Das ist immerhin Nocturnals Reich. Jo, macht nix. Können wir hier eigentlich abkürzen? Nee, ne? Oder? Wir können hier sogar abkürzen. Nocturnals Schergen sind nicht gerade schüchtern, oder? Nicht, dass ich mich beschweren wollte. Da. Habe ich noch nie gemacht, aber ist cool. Das funktioniert. Der Ungefederte wandelt erneut auf dem Pfad. Aber wo ist der schöne Kristall vom letzten Mal? Hat der Vogel geredet? Ihr habt das auch gehört, oder? Achtet nicht auf die Krähen. Die reden gerne mal mit mir. Die sind einfach nur lästig. Aber manchmal auch hilfreich. Die Krähen dienen als Nocturnals Augen. Sie beobachtet uns durch diese nervigen kleinen Kreaturen. Wir können nichts dagegen tun, außer weiter vorzustoßen, bis wir das Versteck finden. Was meinte die Krähe mit, der Ungefiederte wandelt ein weiteres Mal auf dem Pfad? Ich erinnere mich daran, das Herz des durchschaubaren Gesetzes entlang dieses Weges und hoch in Richtung des Bergs getragen zu haben. Ich erinnere mich, wie Nocturnals Kreaturen mir Platz machten, um mich durchzulassen. Ganz offensichtlich sind sie nicht so gastfreundlich wie bei meinem letzten Besuch hier. Sollten wir weitergehen? Ich sehe keine Alternative. Ihr etwa? Vielleicht kommen mir noch weitere Erinnerungen von meinem letzten Mal hier, wenn wir weiter den Pfad hinuntergehen. Macht bitte den weiteren Weg vor uns frei. Machen wir. Oder vielleicht finden wir auch nur eine Abkürzung. Das wäre natürlich noch geiler. Mal schauen. Ich guck mal, ob das möglich ist. Weil ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Aber theoretisch müsste man ja hier einmal quer rüber können. Da hinten ist ein Pfad. Oh Mist. Okay, der Pfad geht nach oben. Ja, schade. Beim ersten Mal war es noch geil. Hier funktioniert es jetzt leider nicht. Hier komme ich jetzt noch nicht mal mehr über eine Wurzel drüber. Super. Weil wir hier den Weg nach oben laufen müssen. Schade, schade, schade. Diese Wurzeln, ne? Da müssen wir dann leider, leider, leider vorbeilaufen. Nervt mich nicht. Spricht mit dem goldenen Ritter, wenn ihr wollt. Ich würde auch gerne mit Basti reden. Ich habe keine Zeit, Leute. Merkt euch das doch endlich mal. Guten Tag. Oh nee, kein Krähenschrecken. Die sind so nervig. Der Ungefiederte konnte der Seekranke nicht widerstehen. Nicht allein. Was für ein Unsinn ist das? Er erinnert sich nicht. So verzweifelt war er, das Angebot der Herren anzunehmen. Raus mit der Sprache, Krähen. Kommt zurück. Iachrisis, beruhigt euch. Die Krähen. Ihre Worte lösen die fernen Echos in meinem Verstand aus. Ihr habt also das Angebot von Nocturnal angenommen? Ich erinnere mich daran, mit jeder Faser meines Wesens gegen den Zwang der Seekräcke anzukämpfen. Alter! Warum stehst du jetzt hier, Basti? Wir sind uns hier gerade am Unterhalten.
Die Krähen. Ich erinnere mich daran, mit jeder Faser meines Wesens gegen den Zwang der Seekrecke anzukämpfen. Doch drohte ich, zu verlieren. Ernsthaft jetzt? Da will man sich hier mal in Ruhe unterhalten, Nein. Da funktioniert das nicht, weil dieser saudämliche Möchtegern-Tank es nicht hinkriegt, da hinten, wo der hat ja weit hinter dem Baum gestanden, diesen Krähenschrecken zu tanken. Hallo? Basti, du bist entlassen ab heute, ganz ehrlich. Die Krähen. Ja, nochmal, dritter Versuch. Ich erinnere mich daran, mit jeder Faser meines Wesens gegen den Zwang der Seekrecke anzukämpfen. Und doch drohte ich, zu verlieren. Ich erinnere mich daran, nach etwas zu suchen. Irgendetwas, damit ich Ketora nicht das Herz gebe. Erinnert ihr euch an irgendetwas anderes? Ich erinnere mich, dass Nocturnal vor mir erschienen ist. Sie bot an, mir zu helfen, das Herz an einem Ort zu verstecken, an dem niemand es jemals finden würde. Dann gehen wir weiter. Macht den Weg vor uns frei, während ich versuche, mich an den letzten Rest zu erinnern. Machen wir, wenn das nicht genauso komisch läuft, wie es eben jetzt gelaufen ist. Der läuft hier irgendwie komplett in einen anderen Eck, hab ich so das Gefühl. Müsste eigentlich der gleiche Pfad sein, aber lass mich mal durch, bitte. Ich habe keine Zeit, mit euch zu spielen. Ich mag euch Wölfe, ja, aber trotz und genau deswegen werde ich jetzt nicht mit euch spielen. Das erinnert mich so ein bisschen übrigens an das Druidenhaus, was ich mir jetzt bald holen werde. Also hier die Umgebung. Da kommen wir jetzt nicht weiter, weil die hinter uns her sein werden, oder? Ich erinnere mich. Ja, Rissis. Was wollt ihr damit sagen? Ich meine, ich erinnere mich, das Herz durch dieses Portal gebracht zu haben. Kann ich mich jetzt mit ihm unterhalten oder kommt wieder irgendeiner bei meinem tollen Tank durch hier? Na, ich versuch's mal. Mit jedem Schritt auf diesem Weg wurde meine Erinnerung klarer. Dieses Portal führt dorthin, wo ich meine schicksalhafte Begegnung mit Nocturnal hatte. Wo sie mir Hilfe in meinem Ringen gegen die Seekrecke Ketora bot. Welche Art Hilfe hat sie euch angeboten? Nocturnal bot mir einen Zauber an, der das Herz vor jedem verstecken sollte. Der Seekrecke, Nocturnal, selbst vor mir. Sobald ich es versteckt hatte, verblasste meine Erinnerung daran, dass der Kristall überhaupt jemals in meinem Besitz gewesen war. Also ist das Herz auf der anderen Seite dieses Portals? Ich nehme es an. Manche Einzelheiten bekomme ich noch nicht zu fassen. Ich erinnere mich daran, das Portal mit dem Herz zu betreten. Danach kehre ich ohne es in meinen Händen zurück. Da ich den Zauber mit diesen uralten Worten wirkte, kann auch nur ich dieses Versteck wieder entsiegeln. Das haben wir schon rausgefunden. Was ist mit Nocturnal? Zu meinen Vorbereitungen zählten auch zahlreiche Schutzzauber. Sie sollten mir erlauben, sogar der Magie eines dätrischen Fürsten zu widerstehen. Zumindest eine kurze Zeit lang. Jenseits des Portals erinnere ich mich an eine uralte Ruine. Begebt euch dorthin und wir treffen euch dort. Dann öffnet das Portal und lasst uns aufbrechen, um das Herz zu finden. Seid vorsichtig. Ich erinnere mich nur ein wenig, was jenseits dieses Portals liegt. Kein Thema. Ist alles gut da unten? Kriegst du es noch hin, Basti? Achso, die ist weg. Dann sammeln wir mal eben auf. Nutzt den Dämmerbrecher. Wofür? Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Ich bin mir nicht sicher, aber gut. Also mit X konnte ich jetzt den Dämmerbrecher benutzen. Ich hoffe, das war jetzt nicht einmalig. An diesen Teil wiederum kann ich mich noch recht gut erinnern. Sprich die Worte der Macht! Sprich die Worte der Macht! Sprich die Worte der Macht! Warum sehe ich die eigentlich nicht? Ich erinnere mich an die Worte, aber ich weiß nicht genau, was sie bedeuten. Seid auf alles gefasst, sobald ich mit dem Zauber beginne. Ich bin bereit. Wirkt den Zauber und enthüllt, wo das Herz versteckt ist. Freunde,
Das Herz des durchschaubaren Gesetzes ist bald in unserer Hand. Herz, offenbare dich. Yahre, es ist eure Brust. Sie leuchtet. Ijawel. Natürlich. Ich habe das Herz in mir versteckt. Das war der perfekte Ort. Seht, Mephala. Der Sterbliche hat das Herz in seinem eigenen Körper versteckt. Wie geschickt. Oh, Mephala und Clavicus Vile. Das ist nicht gut. Warum hat Nocturnal uns das verschwiegen? Setz drum. Ich nehme jetzt den Kristallritenmeister. Oh, meine Zauber behüten mich. Imposant für einen Sterblichen. Doch meiner Macht sind sie nicht gewachsen. Der Dämmerbrecher ist bereit. Gebt nur den Befehl. Okay, ich weiß aber nicht, was der bewirkt. Okay, nee, nach oben auf die dädrischen Fürsten ging er offenbar nicht. Wehrt euch nicht, Sterblicher. Ihr zögert es doch nur hinaus. Kämpft, Iachesis! Haltet durch! Wir kämpfen auch. Für euch. Auf Befehl setze ich die Kraft des Schwerts ein. Ja, ich glaube, erstmal wieder neue Gegner kommen, oder? Ah ja, ja, jetzt habe ich es das erste Mal gesehen. Also die schwächen ihn ein bisschen. Also die Gegner. Wo kommen denn diese Daedra überhaupt her? Ah, sie macht diese Verteidigungskuppel. Jetzt habe ich es gesehen das erste Mal. Haltet still, Sterblicher! Ich mache es schnell. Warum können wir nur das Fußvolk hier besiegen? Val, versprecht mir, sie zu führen, wenn... Sagt es nicht, Iachesis! Kämpft einfach weiter! Genau, halt die Klappe und kämpft weiter. Wir tun das auch. Warum wird der eingefangen? Achso! Der war da noch gerade dran. Ja, jetzt noch nicht. Die Gegner sind jetzt gerade weg. Sie zerreißen mich! Halt durch! Ich weiß nicht, ob noch weitere Gegner kommen. Ich habe ihn. Halt! Was? Nocturnal! Du mischst dich hier ein! Hinfort mit euch, Fürsten. Ihr seid nicht mehr willkommen. Das Herz gehört mir. Wir hatten eine Abmachung, Sterblicher, oder? Ja, es ist... Ich tat, was ich tun musste. So verbarg ich das Herz. Selbst vor euch. Seine Rückkehr ist mein Tod. Haha, gut. Ich nehme die Bedingungen an. Nein! Wir müssen weg. Sofort. Oh, ja. Hallo? Auf Befehl setze ich die Kraft des Schwerts ein. Zu spät. Ich habe schon aus Versehen die Ulti gemacht. Meister, verflucht, haltet durch. Ich hole uns hier raus. Ja, bitte. Es wäre schön. Der Dämmerbrecher wird uns beschützen. Hoffe ich. Meridias Gefäß. Ihr habt hier keine Macht. Ich zeige euch Macht, ihr Monster. Das Schwert des Lichts. Das nehme ich. Ups. Mein Schwert! Es war gerade erst repariert! Das Herz gehört mir. Und schon bald besitze ich den Kristallturm. Ich brauche Mephala und Vile nicht mehr. Haltet durch! Ich hole uns hier raus! Valsirin? Wo ist der Ritenmeister? Nocturnal hat ihn getötet. Wir konnten nichts tun. Nein, das ist unmöglich. Sprecht mit Orianna, das ist sie. Das ergibt doch keinen Sinn.
Was ist mit dem Ritenmeister geschehen? Nocturnal hat ihn getötet. Sie hat jetzt das Herz des durchschaubaren Gesetzes. Ich kann es kaum glauben. Der Ritenmeister. Iachesis. Er ist der Beste von uns. Außerdem dachte ich, dass nur er das geheime Versteck des Herzens preisgeben könnte. Er versteckte das Herz in seiner eigenen Brust. Nocturnal hat es herausgerissen und ihn getötet. Ich wusste, dass er sich an bestimmte Dinge erinnerte. Aber ich hatte keine Ahnung, dass er so verzweifelt war. Sich mit einer dätrischen Fürstin einzulassen? Selbst um die Seekrecke loszuwerden, war das einfach nur töricht. Rückblickend hätte ich aber vielleicht das Gleiche getan. Wie besiegen wir die Triade nun? Ich glaube nicht, dass die Triade noch existiert. Nocturnal hat sich das Herz für sich alleine genommen. Nocturnal hat die anderen Fürsten verraten? Das, ehrlich gesagt, passt das zu ihr, nach allem, was ich so gelesen habe. Ohne das Herz und ohne den Ritenmeister. Was sollen wir jetzt nur tun? Wir müssen einen anderen Weg finden, um Nocturnal aufzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, dass es überhaupt einen anderen Weg gibt. Mit dem Herz des durchschaubaren Gesetzes kann Nocturnal den Kristallturm kontrollieren. Und mit dem Kristallturm kann sie... Nun, keine Ahnung, warum sie den Turm genau will. Wir werden das mit ein paar Fachleuten besprechen müssen. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und ein zweihändiges, geschärftes Schwert vom Set Anmut der Kreue. Trauer bringt uns nichts. Es sei denn, wir nutzen sie, um unsere Hingabe zu bündeln. Wir müssen unsere Truppen zusammentrommeln. Es ist Zeit, diese dädrische Flut aufzuhalten, bevor die Wasser des Vergessens uns fortspülen. Zum Glück ist Sotasil zurückgekehrt, während ihr die Traumhöhle bereist habt. Hatte Sotasil irgendwelche Neuigkeiten mitzuteilen? Sotasil meinte, er hätte Wissen, das allein für die Ohren von Ritenmeister Iachesis bestimmt ist. Er hat mich gebeten, den Ritenmeister zu ihm zu schicken, als er von seiner Reise in die Traumhöhle zurückkehrte. Jemand muss Sotasil sagen, dass der Ritenmeister tot ist. Außerdem müssen wir Sotasil davon überzeugen, seine Neuigkeiten mit uns zu teilen. Ohne den Ritenmeister entschließt er sich aber womöglich einfach wieder abzureißen. Wie bei allen Mitgliedern des Dunkelelfen-Tribunals kann sein Verhalten sehr rätselhaft sein. Vielleicht solltet ihr mit ihm reden. Ich werde mit Sotasil sprechen. Wir müssen unsere Streitkräfte zusammentrommeln, meine Freundin. Ja, das sollten wir und das werden wir. Allerdings werden wir das nicht mehr in dieser Folge tun, sondern in der nächsten. Ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.